Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Baba is You, Baba doesn't respond. In der letzten Folge sind wir hier eigentlich ganz gut zurechtgekommen in der vierten Welt. Wir fangen an mit Patrol. Oh nein, da wird wieder irgendwas rummoven. Ich habe so gar keine Lust, aber wird schon irgendwie. Gut, Tree is Push. Haben wir überhaupt ein Tree irgendwo? Wir haben kein Tree. Tree ist aber auch Tree, Leute. Steht da drin und die patrouillieren hier hin und her. Wenn wir uns jedes Mal bewegen, gehen die hin und her. Okay, das heißt, wir müssen wahrscheinlich da reingehen. Da ist ein Tree, wir haben ein Tree in uns. Siehst du mal. Wir müssen da reingehen und mit denen auf die andere Seite. Nee, das geht auch nicht. Weil, nee, wir kommen da gar nicht an die Tür ran. Okay, Door ist Sink. Das ist interessant, deswegen sind wir da gerade gestorben. Nee, die Door hat einen Tree. Siehst du? Siehst du mal. Alles klar. Was sonst? Barber ist You, Wall ist Stop. Merke ich. Flag ist Win, das heißt, wir müssen da auf jeden Fall hin. Tree ist Tree. Und die Skulls hier drinnen, die werden uns töten und die bewegen sich hin und her. Gut, das sieht ja eigentlich ganz einfach aus. Und zwar sagen wir erstmal, warum ist die Tür denn kaputt gegangen? Nur weil sie Sink war, geht sie dann auch gleich kaputt? Okay, jetzt können wir zumindest schon mal durch die Tür durch. Und können uns von den Skulls töten lassen. Das ist doch schon mal ganz nett, oder? Ich glaube, das ist schon mal ganz nett. Wir können die wahrscheinlich hier hinten einsperren. Nee, können wir nicht. Ich habe gedacht, wir können vielleicht die Door pushen. Dass wir die hier runter pushen und dann die Tür quasi einmal auf die andere Seite rüber pushen, sodass die nicht durch die Tür durchgehen können und dann alle hier hinten rumbuddeln. Aber das geht ja anscheinend nicht. Es sei denn, wir sagen, Door ist Push und hat ein Tree. Dann packen wir die Tür hier unten hin, sagen wieder, die Door ist Sink. Sehr schön. Und hat einen Baum. Und jetzt sagen wir, Tree has Tree und ist Sink. Oh, sorry. Tree is Sink. Also Tree, ja, Tree is Sink, sollte eigentlich gehen. Und dann laufen die da alle rein und sterben. Sterbt alle! Okay, das Sink kann wieder weg, die Tür ist gar nichts, das heißt, wir können durch die Tür durch und haben schon geschafft. Das war ja einfach. Das war tatsächlich sehr einfach. Hey, die Folge geht noch nicht mal 3 Minuten und ich habe schon das erste Level geschafft. Krasser Scheiß. Okay, grün. Blau ist also sind die Baby-Levels oder was? Und grün ist so einfach. Blau ist Baby, grün ist einfach, rot ist schon schwieriger. Und lila ist der absolute Oberfick. So, Baba is You, ein Up. Oh, okay. Wo ist der alte Opa mit seinen komischen Ballonhäuschen? Den Film habe ich nie gesehen. Wir haben noch einen Geist da unten. Die Hedge ist stopped. Wir haben auch einen Belt, der uns hier rüber schickt. Der Geist ist wahrscheinlich... Oh, den Geist kann man bewegen. Okay, das ist interessant. Ghost is push and hot. Okay. Okay, der Geist ist heiß. Der Text ist am Rumfloating sein. Was uns das genau bringt, keine Ahnung. Man kann ihn dann wahrscheinlich darauf tun, ohne dass er sich weiter bewegt. Okay. Das Ding schickt uns rüber. Okay, die Flagge ist Wind. Können wir nicht einfach zur Flagge gehen? Nee, weil Flower Defeat ist. Okay. Flower ist Defeat and Meld. Heißt, wir brauchen entweder 2 Geister, die die Flowers kaputt machen. Aber wir kriegen den Geist hier erstens gar nicht raus und zweitens bräuchten wir halt 2 Geister, nicht nur einen. Okay, was haben wir? Was bringt denn dieses ab? Was bringt dieses ab? Ich schick's mal auf die andere Seite. Mach das. Was bringt dieses ab? Welt ist ab? Ah! Es verändert die Richtung. Okay. Bringt mir das was? Also wir haben ja nur dieses Bild. Obwohl, kann der Text durch... Nee, durch die Hedge durch. Okay, Stop ist also auch dagegen geschützt, dass etwas fliegt. Aber wir können sagen... Also warte mal, der Geist sollte an sich da durchgehen. Nee, wieso das denn nicht? Ist der Ghost auch am rumfliegenden Ding sein oder was? Wir haben nur dieses Up, mit dem wir was machen können. Aber was muss man denn damit machen?
Also die einzigen Sachen, die wir machen können, ist hier den Geist hin und her zu schieben. Aber wir kriegen ihn zum Beispiel nicht hoch. Vielleicht passiert was, wenn man das... Nee, das ab ist auch einfach nur ein Wort, ne? Also man muss schon... Wir können sagen, Barber ist ab oder sowas. Wenn wir hier noch ein Is hätten. Bringt uns aber auch nichts. Das heißt, mit diesem Barber Is können wir erstmal gar nichts machen. Wir können auch nicht in diese Texte rein. Obwohl der... Warum eigentlich nicht? Der Text ist doch floating. Und wir floaten doch nicht. Darf ich nicht, Leute. Text ist nur float, aber kein push. Wieso können wir da nicht unter durch? Egal. Wir haben auf jeden Fall dieses Up. Und mit dem Up können wir... Das Einzige, was wir machen können, ist wirklich den Belt nach oben schicken. Und wenn wir jetzt den Belt noch irgendwie pushen könnten, das wäre super geil. Was ist denn, wenn man das... Ups. Wenn man das Up an anderer Stelle hinlegt, passiert dann was anderes? Nee. Ist egal. Und wenn man Up ist Belt sagt... Geht er dann vielleicht nach links? Okay, jetzt können wir auf jeden Fall wieder auf die andere Seite. Ach, wir kommen an die... Wir kommen auf die andere Seite. So, wir können hier alles rüberschieben, Leute. Okay, dann haben wir schon mal ein paar mehr Texte zur Verfügung. Wir packen erstmal alles auf die andere Seite und dann gucken wir weiter. So, wir haben immer noch den Geist. Wir können sagen, Baba... Können wir irgendwas mit dem You machen? Belt is You, das wäre ganz schön. Belt ist Baba, ist You. Dann hätten wir zwei Babas. Bringt uns aber, glaube ich, nix. Ich könnte mir vorstellen, dass man irgendwie den Belt schieben muss. Geht aber auch nicht. Mit dem Ghost können wir auch nichts machen, ne? Dass der Ghost irgendwie zu... Dass wir den Ghost hier rauspushen können, den dann zu einem Belt machen können, den Ghost dann hier über so eine Flower rüberschieben können und dass der Belt dann die Flowers halt nach oben schiebt oder sowas. Okay, was passiert denn, wenn Barber es absagt? Ist. Jetzt gucken wir immer nach oben. Okay. That's pretty interesting. Aber ich glaube, das bringt uns nichts. Was ist, wenn Barber es shift? Was passiert dann? Jetzt können wir Sachen umherschieben. Geht das auch mit der Wand? Nee. Aber wir können das Ding hier shiften. Gar kein Plan, warum, Leute. Aber es geht. Jetzt schieben wir das da rein. Und sagen, Belt es ab. Und dann sollte der eigentlich den Flower nach oben pushen, dachte ich. Aber macht er nicht... Doch, 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 warte, warte. Er macht das, sobald wir den Belt zum Shift machen, oder? Nee. Doch, ja, 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 okay, das funktioniert. Das Doofe ist halt... Wir kommen da trotzdem nicht hin. okay, warte. Dann eventuell... Wieso ist er denn ab? Wenn wir den nach unten bekommen könnten, das wäre vielleicht noch eine positive Sache. Jetzt zeigt er nach unten. Wenn wir jetzt sagen, Belt ist Shift, dann schiebt er das einen nach unten. So, und jetzt müssen wir irgendwie hinbekommen, dass wir den Belt wieder... bewegen können. Das kriegen wir hin, indem wir sagen, Baba ist Shift. Baba ist Shift. Jetzt können wir das, den Belt wieder ein nach unten schieben. So. Der schiebt das jetzt wieder ein nach unten. Jetzt ist das auf der Flagge. Wenn wir jetzt in die Flagge reingehen, sind wir wahrscheinlich trotzdem tot, oder? Ja. Und wenn wir das jetzt aber noch ein weitermachen, dann geht das auch nicht, weil der Scheiß ist jetzt auf der Flagge drauf. Und wir wollen ja nicht, dass das auf der Flagge drauf ist. Also wir wollen entweder, dass die Flowers hier rauskommen. Und wir wollen... Warte, wir wollen was anderes. Die Flowers sind nämlich auch Meld. Leute, die Flowers sind Meld. Wir müssen das nochmal alles neu machen hier. Die Flowers sind Meld und der Geist ist Hot. Das heißt, der Geist wird die kaputt machen. Wir müssen aber nur ein so ein Ding. Das heißt, wir müssen die zusammenpacken, so wie wir das eben auch gemacht haben. Die Flowers. Und sobald wir das getan haben,
müssen wir den Geist hier raus befördern? Oder wir befördern erst den Geist raus? Mit dem Ding hier, mit dem Belt? Dann machen wir die Flowers zusammen. Und dann können wir tolle Sachen machen. Also erst kommt er hier unten hin. Dann schieben wir den Geist darüber. Jetzt sagen wir, der Belt ist wieder ab. Warte. Ich habe Angst, dass ich mir hier meine Wörter kaputt mache. So, Belt ist ab. Ist er nach oben. Aber er schiebt jetzt... Achso, jetzt ist er ab und jetzt soll er den Geist nach oben schieben. Das funktioniert. Und wir können jetzt den Geist natürlich immer weiter schieben. Okay, jetzt haben wir den Geist hier frei. Aber jetzt kriegen wir... Ah, shit, jetzt kriegen wir das Ding da nicht mehr raus. Jetzt kriegen wir den Belt hier nicht mehr raus. Aber die Sache ist, wenn wir einen Geist da reinmachen, dann ist er kaputt. Dann... Nein, der kann alles kaputt machen. Ach so, ja, dann ist er einfach. Ach, der geht gar nicht kaputt. Ich dachte, der stirbt, wenn er einen Teil kaputt macht. Na gut, dann Level 7. Hä, heute läuft ja richtig. Wir sind gut unterwegs, Leute. Concrete Goals. Ja, gut, dass ich gerade nochmal probiert habe. Hätte ich das nicht probiert, sondern einfach weiter nur rumgedacht, dann wäre das nichts geworden. Gut, Wall ist Stop. Belt ist Shift. Heißt... Oh, Belt ist Shift? Hä? Ah, und Push. Belt ist auch Push. Heißt, wenn wir das Push wegnehmen, dann können wir hier durchgehen und sind dann hier auf der anderen Seite. Wall ist Stop nicht mehr. Black ist Stop. Okay, also die Wall ist nicht mehr Stop. Schön, jetzt können wir hier immer rein und raus. Wir können auch das Wall ist hier mit rausnehmen. Tree ist leider Stop. Sonst hätten wir sagen können, Wall ist Win. Aber so kriegen wir das Fleck hier leider nicht raus. Wir können aber sagen, Fleck ist Belt. Das bringt uns gar nichts. Wir... Also die Flagge ist Win. Wir kommen nicht in die Bäume da rein. Wir können auch nichts... Wir können auch nichts da reinschieben, weil halt Tree Stop ist. Gudu, 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 gudu. Das heißt, wir sagen, wir können die Flag da raus pushen. Das bringt uns nichts. Wall is Flag geht auch nicht. Wall is Belt können wir sagen. Das, sorry, aber das muss ich einmal ausprobieren, was da passiert. Wall is Belt. Ja! Okay. Das finde ich doch schon mal schön. Okay, alles gleichchen. Wir könnten das Belt umher pushen. Wenn wir sagen, Belt ist Push, dann können wir das hier umher pushen. Ist die Frage, ob man das... Man kann das trotzdem nicht... Nee, man kann das trotzdem nicht in die Bäume reinpacken. Das ist sehr schade, aber es sieht witzig aus. Okay, ich verbaue mir hier gerade den Weg zu meiner Flagge, by the way. Ja, jetzt sagen wir... Was können wir denn sagen? Belt ist Shift, können wir sagen, dann wird das uns das umherschleudern. Das ist toll. Wir können sagen, Belt ist Wall, dann ist die Belt wieder ein Wall. Toll. Können wir durchlaufen. Okay. Wir können sagen, Wall ist Belt. Das haben wir gerade gemacht. Bringt uns auch nicht. Hier mit dem Wind können wir leider gar nichts machen. Wir können sagen, Wall, Fleck ist Belt. Dann haben wir keinen Gewinn mehr. Weil Fleck ist auf jeden Fall Win. Wir können aber auch nicht sagen, dass irgendwas eine Flag ist. Und was passiert, wenn wir sagen, Flag ist erstmal Push? So, dann legen wir die Flagge hier rauf und dann sagen wir, Und dann sagen wir, Belt ist Shift. Und sobald wir das getan haben, kann die Flagge ja eventuell zu uns hin, oder? Verdammt. Moment. Kriegen wir hin? Wir sagen einfach, Belt ist Shift. Jetzt warten wir und sie kommt zu uns. Danke, kleine Flagge. Das läuft heute richtig gut. Hey, ich sollte häufiger so früh am Morgen schon aufnehmen. Ah,
Nearly? Wieso denn? Ah, jetzt kommen hier Buchstaben oder was? Oh nein, das habe ich schon in Hasse gemattet habe ich das schon. Na gut, ein geht noch. Wenn der zu lange dauert, dann geht er nicht. Aber 4 Level in einer Folge, da wäre ich richtig happy drüber. Heute läuft. Ich bin irgendwie mit dem Kopf dabei, glaube ich. Oh, Keke ist am Moven. Nee, komm nochmal zurück. Wir haben da drüben einen Win. Blauer ist Defeat. Stirbt Keke, wenn er da reinläuft? Keke stirbt nicht. Okay. Baba Sue ist leider außerhalb. Das heißt, wir können nicht zum Keke werden. Der Keke ist am Rummoven. Er ist jetzt auf jeden Fall auf der anderen Seite. Keke ist white. Geht er dann immer nach rechts? Hä? Ah, er läuft immer nur nach rechts. Weil er immer nach rechts guckt. Okay. Heißt, wenn... Ist Keke denn Push oder sowas? Kann man mit dem irgendwas machen? Oh, jetzt ist er natürlich da drüben. Achso, wir müssen einfach nur das White wegnehmen, dann kann er auch wieder zurückkommen. So, dann ist er wieder hier. Kann man Keke pushen? Man kann mit Keke gar nichts machen. Okay. Dann sagen wir halt, Keke ist... ab. Und wenn Keke ab ist, dann guckt er schon mal nach oben. Nein, wir müssen sagen, Keke ist Win. Und das geht nur... wenn er uns das irgendwie bringt. Wir haben aber nur rechts hoch... Ne, wir haben alles. Rechts hoch links. Das ist jetzt falsch. Er muss noch einen weiter. Jetzt muss er nach oben. Okay, ich muss hier ein bisschen rumprobieren, Leute. Jetzt muss er nach oben. Jetzt muss er wieder moven. Aber wir kriegen das Move dann da nicht mehr raus. Warte, wir haben ja noch einen Keke. Oh, das ist an der Seite. Kommt man auch nicht ran, ne? Warte. Okay, das ist auf jeden Fall an der Seite. Hör mal auf zu moven. Er muss auf jeden Fall nach oben. Keke ist ab. So, dann moved er nach oben. Das kann er ruhig bis ganz oben machen. Jetzt ist er natürlich... Ah, jetzt ist er ab. Jetzt ist er nicht mehr ab. Jetzt soll er wieder rechts stehen. Also nach rechts gucken. So, und dann soll er nach rechts moven. Okay, ich glaube, das ist auch wieder recht einfach. So, lauf mal. Alles klärchen. Jetzt muss er nach unten gucken. Und das kriegen wir hin, indem er erstmal nach oben guckt. Sich dann wieder bewegt. Dann schiebt er das Win hier nämlich runter. Okay. Jetzt muss er wieder nach rechts gehen. Der bringt uns quasi unseren Win hierher. Und ist dann selber der Win. Er guckt jetzt nach rechts. Und soll jetzt auch nach rechts sich bewegen. Jetzt soll er nach unten gehen. Das heißt, wir müssen ihn erst wieder nach oben packen. Bis er auf der Höhe des Winds... Oh, bis er auf der Höhe des Winds ist. Dadurch darf er nicht mehr ab sein, weil er sonst immer nur nach oben guckt. Jetzt soll er wieder nach rechts gehen. Oh mein Gott, so viel Blödsinnskram hier. Moven, er bringt uns das rüber. Er ist drüben, Win ist drüben. Keke ist Win. Und geschafft. Nice, die sind... ultra einfach heute. Gut, Leute, 4 Level. Ich bin zufrieden. Wir haben 4 Level geschafft. In gerade mal, nicht mal 20 Minuten. Da das hier in meinem krassen Aufnahmemarathon hier gerade entstanden ist, also wo ich für 3 Tage im Voraus aufnehmen musste, weil ich über die Osterfeiertage weg bin, beende ich jetzt hier diesen Part, weil ich in Zeitdruck bin. Finde ich gut, dass wir das so schnell geschafft haben. Muss ich nicht mal viel schneiden. Wahrscheinlich so gar nichts. Ja, wenn euch der Part gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Wenn ihr keine Folgen mehr verpassen wollt, auch ein Abo. Dann bis zum nächsten Mal und habt schöne Osterfeiertage. Vielleicht ist heute schon Montag, wo das rauskommt. Ich hoffe, ihr hattet schöne Ostern. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.